In Israels Hauptstadt Jerusalem haben sich erneut tausende Menschen versammelt, um den Rücktritt von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu zu fordern. Die Demonstrationen fanden zum großen Teil vor Netanyahus Amtssitz in Jerusalem statt. Auch in anderen Regionen des Landes kam es zu Protesten, wie etwa vor dem Wohnsitz des 71-Jährigen in Caesarea. Laut Polizeiangaben wurden 4 Demonstranten festgenommen. Seit Monaten gehen die Menschen im Land an jedem Samstag gegen den Regierungschef auf die Straße. Netanyahu steht wegen seines Corona-Krisenmanagements massiv in der Kritik. Vor allem die wirtschaftlichen Auswirkungen befeuern derzeit die Proteste gegen seine Politik. Die Arbeitslosigkeit ist sprunghaft angestiegen. Viele junge Menschen haben bereits ihren Job verloren.